Hallo zu einem Let's Play von Don Red Wars on Feed the Beast Direwolf 21.10. Und da schwitzt er wieder. Ja, willkommen zurück. Wir machen heute eine Folge, die sich ein bisschen damit beschäftigt, was ich zwischendurch gemacht habe. Die Bienenfolge kommt nächst, da die haben auch schon angefangen. Ich bin dann abgestürzt und danach ist die Aufnahme abgestürzt am Ende beim Abspeichern. Also haben wir die ganze Aufnahme verloren. Wir haben es also zweimal gemacht, weil nach dem Absturz habe ich dann vergessen, irgendwie aufzunehmen. Das war nicht so witzig. Also für uns war es witzig, ich habe es da nicht mitbekommen. Egal, also unser Alchemist. Das ist übrigens schon Version Nummer 3, weil zwischendurch mal ein paar Probleme aufgetaucht sind. Schwitzt also weiterhin Smaragd und danach wird er wieder abgekühlt. Ich habe den Aufbau ein bisschen verbessert und ich hoffe, ich kriege das jetzt hin. Die Ausbeute ist ordentlich, also der war mal ein paar Stunden nicht an, über 24 Stunden und ja, wenn wir weiter so machen, brauchen wir auch keine Smaragde mehr. Fangen wir erstmal hier hinten an, den Auslass. Ihr könnt aus diesem Tank oder aus der Schmelzerei keine Flüssigkeiten abziehen. Ihr könnt auch so keine Flüssigkeiten rausbekommen. Und es gibt auch keine Möglichkeit festzustellen, wann diese Gusstische hier abkühlen. Was halt zum Folge hat, dass wenn die sich abkühlen, irgendwie für 2 Minuten oder keine Ahnung was, also auf jeden Fall für lange, lange Zeit, der ganze Prozess steht. Wo ihr allerdings Sachen rausziehen könnt, ist hier. Ihr könnt hier einen Eimer reintun und wenn dann hier mehr wie 1000 Millibuckets drin ist, dann wird der Eimer gefüllt. Also habe ich diesen Flüssigkeitstank an den Schmelzereiausguss ge gepackt und dann halt exportieren lassen. Das ist eigentlich ganz einfach. Dann der nächste Trick und zwar gibt es Enderflüssigkeitsleitung. Die ist ein bisschen teuer. Hat aber den Vorteil, dass sie A direkt ist, also praktisch die Flüssigkeit teleportiert, die anderen Leitungen, die fließen ein bisschen. Und sie kann alle Flüssigkeiten gleichzeitig transportieren. Also ihr könnt verschiedene Ein- und Ausgänge haben. Und deswegen ist auf so einer Flüssigkeitsleitung auch dann ein Filter dabei. Insgesamt 5 Stück sollten aber ausreichen. Und wir machen eine Fightlist mit dem geschmolzenen Smaragd. Also einfach den Eimer mit dem geschmolzenen Smaragd hier draufklicken, dann filtert ihr damit nur noch geschmolzenen Smaragd raus. Damit haben wir die Problematik, die ich genannt hatte, dass vielleicht irgendwann mal das Blei aus Versehen in das Gussbecken kommt, auch behoben. Wir packen es in den Flüssigkeitstank rein. Der ist so konfiguriert, dass er na, hallo, auf jeden Fall nach unten ausgibt. Und hier vorne haben wir einen ganz normalen Extrahierend, das er hier reingepackt, sodass der irgendwie mal mehr oder weniger gleich vollpackt. Und wenn die abkühlen, läuft es halt hier rein. Und sobald die fertig sind, kann es wieder runter. Ich hätte auch einen nehmen können, höchstwahrscheinlich, aber ich wollte auf Nummer sicher gehen, dass das Ding überall leer ist. Ja, das zu dem Konstrukt hier hinten ermöglicht es halt auf jeden Fall konstant Smaragd abzupumpen. Und wie gesagt, einer reicht vollkommen aus. Wenn er zu viele nimmt, habt ihr vielleicht nachher noch Kinder da drin stehen und die schwitzen auch. Nicht gut. Der Schaltkreis ist auch ein bisschen geändert. Also ich brauche ja hinten keinen Puls mehr auf den Ausgang, sondern nur einen Puls hier oben für den Gusstisch. Und das andere Problem, was wir hatten, war, wir hatten ja zwei Enderpulsare, die wir über einen Schalter ein- und ausgeschaltet haben, und die waren ja unabhängig voneinander. Sodass es dann schon mal passiert ist, dass der gerade angefangen hat zu schmelzen und sofort wieder alles rausgezogen hat. Also, dass der praktisch überhaupt nicht zum Schwitzen kam, unser Alchemist. Und deswegen habe ich die hier gebaut. Wir haben ja einen Ein- und Ausschalter. Mit dem Einschalter blockieren, wie wir der an ist, blockieren wir den Enderpulsar. Ich habe hier von Super Circuit Maker das winzige Häufchen von leuchtenden Redstone genommen. Das ist Glowstone und Redstone zusammen. Deswegen kann man jetzt sehen, was da passiert.
solltet ihr nicht machen bei Schaltungen, die sehr aktiv sind, weil ihr dann dauernd Block-Updates bekommt. Deswegen sind die normalerweise versteckt. Also, der blockiert den. Und toi, toi, toi. Er pumpt aus. Ja, genau. Also, die Schaltung ist jetzt auch so, dass wenn ich den ausschalte, muss ich mich nicht mal darum kümmern, wie der gerade sich befindet, sondern er wird auf jeden Fall rauspumpen. Und damit haben wir den sicheren Zustand erreicht. Und wir blockieren den hier. Wenn er anfängt zu pulsen, schaltet er den Schalter um. Damit haben wir hier ein Redstone-Signal. Das geht auf den Quarz und schaltet hier diese Redstone-Fackel aus. Das ist ein Not-Gate. Und dadurch fängt dieser Ender-Pulse an zu pulsen. Der Quarz kommt dann irgendwann später dran, gibt auch wieder ein Signal. Damit wird der Schalter wieder zurückgesetzt. Damit wird die Redstone-Lampe wieder angeschaltet. Und damit wird gleichzeitig hier der Schalter umgelegt, der den die Redstone-Lampe disabled. Aktuell ist die an, bedeutet, er pumpt gerade raus. Oh, die ganze Zeit. Wenn die aus ist, wird auch der Enderpulsar freigegeben und damit kann dann irgendwann später der Schalter wieder zurückgesetzt werden. Schauen wir uns das mal an. Shift und rechte Maustaste. Der Schaltkreis läuft praktisch alle 60 Sekunden. Ich hätte den auch auf 63 hochschieben können, aber die 3 Sekunden mehr machen es nicht wirklich aus und so haben wir eine schöne runde Summe, nämlich 60, eine Minute. Also alle 60 Sekunden pulst er. Übrigens, wenn ihr Shift haltet, könnt ihr zwischen Seconds und Ticks umschalten. Machen wir mal an. So, nach 60 Sekunden pulst er, geht hier runter und erlaubt, dass der hier pulst. Der pulst alle 2 Sekunden. Und zwar 6 Sekunden lang. Das werden wir gleich schön sehen. Gleich wird der pulsen, der Schalter wird sich umlegen, die Redstone-Lampe geht aus und danach fängt der an zu pulsen. Insgesamt dreimal, bevor der sich wieder den Schalter zurücksetzt. Sechzig Sekunden sind noch sehr lange. Fast eine Minute. So Pi mal Daumen. Da war er. Na, jetzt seht ihr den, der Puls, da zieht er jetzt den Block raus. Und dann gleich kommt der Pulsar, da der Quarz hat umgeschaltet, die Redstone-Fackel ist aus und jetzt fängt der an zu laufen, 50 Sekunden. Also 50 Sekunden, nachdem er den Impuls bekommen hat, also 6 Sekunden sind verstrichen. 50 Sekunden später, also bei 56 Sekunden, geht der wieder an und zieht alles raus. Und man hört ein bisschen oben, wie er schwitzt. Jetzt hört man es mehr. Da waren die 50 Sekunden um. Jetzt pumpt er ab. Und 4 Sekunden später, ne, fängt er wieder an, den hier rauszuziehen und wieder reinzuschieben. Also, dass wir also insgesamt ein Fenster haben von 10 Sekunden, wo er abpumpen kann. Und in der Zeit kann der Alchemist sich wieder aufheilen, dank dem Environmental Controller, der dahinter steckt. Ja, Version 3, aus mehreren Gründen. A, habe ich unten was gegraben und habe die Platte abgebaut. Der stand gerade in der Lava, also ist er nicht abgebaut worden. Und B, beim letzten Mal nach ist mir der Strom ausgegangen. Also den Schaltkreis könnte man noch verbessern, indem man noch irgendwie überprüft, ob der Environmental Controller wirklich genug Strom hat und falls nicht, dann könnte man dann halt auch abpumpen. Aber das lasse ich jetzt erstmal so, weil wir schalten demnächst sowieso aus, weil wir erstmal genug Smaragde haben und zur Not
Gehen wir einfach einen neuen holen. Tut mir leid. Okay. Das war das. Smartschmelze optimiert. Wenn er mehr reinpackt, müsst ihr ein bisschen an den Settings arbeiten, an den Timings. Wenn er nicht Blei benutzt, müsst ihr ein bisschen an den Timings arbeiten. Ihr könnt natürlich auch hier das Ding volllaufen lassen. Das Schöne ist halt, dadurch, dass es immer wieder abläuft, auf einmal brauchen halt hier irgendwie nichts zu ändern und durch den Filter geht es halt auch. Und genau wie bei der Schmelzerei, es wird immer von unten abgepumpt. Deswegen ist das eigentlich so ganz okay. Lassen wir mal weiter schwitzen in der Sauna. Müssten wir eigentlich abändern hier. Emerald. Sauna. Okay, gut. Sonst noch was? Ja. Ich habe mir das Wandelwerkzeug gebaut. Das hier, das Morpho-Tool. Ich habe dafür auch ein Mod Spotlight und im Hintergrund habe ich da was anderes, das habe ich auch noch gemacht. Ist ganz einfach, zwei Eisenbahnen, Lapis Lazuli, Kaktusgrün und roter Farbstoff. Das ist dann das Ding hier. Super cool, macht nix. Aber wenn ihr das zusammenkraftet mit zum Beispiel so einer Wrench, bekommt ihr ein Wandelwerkzeug. Wenn ihr das dann mit der Laserschraubenschlüssel bekraftet, bekommt ihr ein Wandelwerkzeug. Mit der Jetta Wrench ein Wandelwerkzeug. Es geht nicht mit allem. Nur so als Tipp, müsst ihr ausprobieren. Wenn ihr Pech habt, ist es weg. Was soll das? Wenn ihr euch das anschaut, mit Shift könnt ihr euch das anzeigen. Es ist ein Ender.io, Schraubenschlüssel drin, ein extra wichtiges Wrench und ein Laserschraubenschlüssel. Und das Geile ist jetzt, wenn ihr wohin geht und auf die Sachen drauf guckt, zack, habt ihr jetzt auf einmal die Rietta Wrench in der Hand. Wenn ihr irgendwo anders drauf guckt, ist es wieder weg. Oh. Ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Falls ihr das festhalten müsst, um zum Beispiel zu gucken, wo Leitungen liegen, ne, hier, dann könnt ihr das in die Offhand nehmen. Und dann könnt ihr auch rechte Maustaste machen und dann habt ihr dann die Sachen verloren. Also ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich wollte die jetzt eigentlich nicht wegmachen. Wenn ihr die Werkzeuge zurückhaben wollt, müsst ihr sie aktivieren. Shift-Q, dann schmeißt das ab. Also zur Not ist es einfach nur ein Slot, wo ihr jede Menge Werkzeuge reinpacken könnt. Aber aufpassen, es geht nicht mit allen. Also ich glaube, beim letzten Mal war es der Schraubenschlüssel, der nicht ging, der Schraubenzieher hier, der Schraubendreher. Aber eigentlich super cool. Das andere, was ich gekraftet habe, ist das Akashic Tome. Bookshelf, also ein ja, Bücherregal und ein Buch zusammen. Am Anfang ist es leer, wenn ihr rechte Maustaste macht. Danach könnt ihr das dann genauso craften wie das Morpho-Tool oder das Wandelwerkzeug. Und dann könnt ihr rechts Maustaste in die Luft machen, dann könnt ihr irgendwelche Sachen aussuchen, die ihr da reingepackt habt. Oder wenn ihr das anschaut, was habe ich jetzt drin? Emerges in Extra Utilities und Actual Editions. Gehen wir mal hier hoch. Wenn ihr das dann anschaust, dann sagt er Shift-Right-Click to Change, Shift-Right-Click und dann habt ihr das Extra Utilities Buch in der Hand und könnt dann lesen. Klick in die Luft, ist es wieder zurück. Rechte Maustaste, könnt ihr auch auswählen. Offen und dann durchgehen. Also ein Buch, um alle zu haben, irgendwie so, ne? Auch genial. Morpho-Tool, Wandelwerkzeug oder Akashic-Tome. Super cool eigentlich. Ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich muss mich erstmal daran gewöhnen. Ich habe es lange nicht mehr benutzt. Also jetzt eigentlich mal zum ersten Mal wieder nach dem Mod Spotlight. Es klappt
Nicht immer gerade mit dem Wandeltool, aber zur Not können halt Shift-Click und dann raus damit. Ja, das war das. Kann ich nur empfehlen. Und Stromerzeugung. Auch da haben wir hat sich was getan. Zum einen habe ich hinten mehr ausgebaut. Damit haben wir den Bedarf gesteigert. Wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir ja die Stromerzeugung erhöhen müssen. Noch mehr. Wobei wir aktuell mit der Rapsproduktion nicht hinterherkommen. Also müssen wir was dran tun. Aber zwischendurch ist auch mal was passiert, dass hier diese Crystallized Canola Seeds sich verabschiedet haben. Wenn man halt zu lange nicht um Server war. Was dann dazu geführt hat, dass der Raps ohne Ende da war, aber kein Holz mehr. Weil er nur unter Holz lief. Ich bin ein bisschen am Auspendeln. Aktuell gebe ich 1,5 ab, wenn der runterläuft und lasse die mitarbeiten. Mal gucken. Aber was ich auch gebaut habe, ist das hier. Ihr braucht ja den Atomic Reconstructor mit den Canola Seeds, also im Rapssamen, um diesen Crystallized Canola Seed zu machen. Und den braucht man ja auch für andere Sachen. Wir haben ja oben den stehen für die manuellen Rezepte, aber ich wollte es automatisieren und das habe ich gemacht. Ist eigentlich recht einfach. Ich habe ein paar Steine da. Hier unten, da ist eine Druckplatte. Die gibt ein Stromsignal an, was weitergeleitet wird über die Registerrinne der Redstone-Leitung an eine Redstone-Fackel, die dadurch emittiert wird. Also wenn man es drauf fällt, dann geht die aus und damit kann er abfeuern. Stein-Punkt ist eigentlich ganz simple Redstone-Mechanik. Hier ist eine Vakuumtruhe drin. Von Ende IO mit einem Filter. Erstmal ein einfacher Itemfilter, also kann ich jetzt momentan 1, 2, 3, 4, 5 Rezepte machen oder Sachen, vielleicht wenn ich mit Metadaten arbeite, noch ein bisschen. Ansonsten muss ich dann Advanced geht, glaube ich, gar nicht. Genau, Advanced geht nicht. Also 5 Stück kann man damit machen. Ansonsten muss ich noch eine zweite bauen. Die saugt ein Radius 2. Kann ich jetzt eigentlich wieder runterstellen, weil da hinten zu ist. Dann können wir wieder kleiner machen. Nicht, dass es wirklich irgendwie großartig interessant ist. Weil ja das Zeug in Glas eingefasst ist. Ich habe den gemeißelten Stein genommen hier, weil ansonsten ist das Ding immer Bruchstein. Ja, die sammelt dann die fertigen Ergebnisse ein. Von hinten sieht es denn so aus. Zwei Sachen. Einmal den automatischen Werkbank, die ist momentan noch leer. Da will ich dann die Rezepte reinpacken. Von den Sachen, die ich dann hier auch mit craften möchte. Automatisch. Aber für das Crystallized Canola haben wir den hier, die Ausgabe. Der gibt aus Rapsaat über Redstone. Und gesteuert wird das über diesen Melder. Und der sagt, falls wir weniger Crystallized Canola Seed wie 64 im Grid haben, dann geht er an und damit wird der Output aktiviert und er schmeißt da dann über diesen automatischen Präzisionsspinner das Zeug raus. Und das geht dann hier über die Leitung. Ich glaube hier rum. Ja, hier vorne hin und hier ist wieder eine Ausgabe, da steht drin Crystallized Canola, da wird es halt alles rausgepumpt. Und solange das Ding voll ist, passiert hinten nichts. Aber aktuell haben wir 64 in unserem Grid. Wenn wir jetzt 64 rausnehmen, dann wird er hier nachgefüllt automatisch. Und sollte dann gleich anfangen. Da fallen sie raus. Der feuert halt regelmäßig. Die Crystallized werden eingesammelt von dem Vakuumhopper. Dauert ein bisschen. Und deswegen ist da auch immer ein bisschen mehr wie 64 drin. Also nicht genau 64, aber halt mehr wie 64 Jahre.
und damit automatisiert. Jetzt haben wir anscheinend über 64 erreicht und irgendwann zieht der auch bei dir dann auch ein, hoffe ich. Hallo? Hallo? Ja, jetzt sind sie weg. Ein bisschen langsam, aber ist egal. Und so, ja. Und damit ist das dann halt passiert und ich kann halt oben noch ein paar Rezepte reinmachen und zum Beispiel halt, wie gesagt, mehr von diesen Vakuum-Hoppern benutzen. Ja. Ups. Ein bisschen zu weit. Wir wollen dahin. Packen wir sie wieder rein. Ja, Bees machen wir auch. Aber später. Wenn der Bringer of Light wieder da ist. Wie gesagt, wir hatten viel Spaß. Habt ihr leider wieder nicht mitgekriegt. Dafür sind meine Frames pro Sekunde besser geworden. Ich habe ein Reset der Grafikeinstellung gemacht und Optifine installiert. Und auch noch spezielle Kommandoparameter benutzt. Alles zusammen, deswegen keine Ahnung, wo das liegt. Auf jeden Fall besser. Und Längen besser. Ja, gut. Die Farben sind vergrößert. Hier ist jetzt noch eine dritte drunter. Zwei Etagen tiefer, die macht auch Raps. Hier machen wir dreimal Holz und einmal Raps und dann hoffe ich, dass wir an einem Punkt kommen, wo sich das stabilisiert. Also dass der Raps oben bleibt und das Holz oben bleibt. Und dann müssen wir noch vielleicht auf die dritte Stufe der Stromerzeugung mit Rapsöl umsteigen, aber das braucht noch ein bisschen. Da bereite ich momentan was vor. Das war übrigens so viel, aber ich brauche mal so viel Strom hier hinten, dass ich den upgraden musste auf den zweiten Level, damit der 5000 RF-Politik rausgeben konnte. Und ich habe auch die entsprechenden Leitungen verlegt, weil die 640er hat es nicht mehr gepackt. Deswegen ist uns der Alchemist einmal entfleucht, verschwitzt oder wie auch immer. Ja. Das soll es gewesen sein, eine kurze Folge. Demnächst dann Bienen und noch andere Sachen. Ich hoffe, es hat gefallen. Die Smaragdschmelz oder die Smaragdsauna habe ich bisher noch nicht so gesehen. Ist eigentlich eine, meiner Meinung nach eine recht gute Idee. Dann braucht man nicht hinten unbedingt Extreme Hills und dann eine Steinbruch zu haben, sondern man kann überall betreiben und ja, was uns jetzt eigentlich nur noch fehlt, ist ein bisschen Netherquartz und Glowstone. Da müssen wir mal in den Nether gehen. Aber das machen wir demnächst wieder. Das wird bestimmt wieder lustig. Da sind bestimmt ein paar Tote dabei. Auf welcher Seite? Keine Ahnung. Also, bis demnächst und auf Wiedersehen. Ciao!